sauer. Ich wurde gerade von diesen Automaten hier. Ja, von mir wahrscheinlich. Ja, von diesen Automaten hier dezent gemobbt, Alter. Ich habe gerade Lillys Ticket gerade gekauft. Das Ding hat mir irgendwie so 5 Euro in 10 Cent Münzen gegeben. Dann wollte das Ding weder 10 Cent Münzen noch 5 Cent Münzen noch 1 Euro, noch 2 Euro Stücke noch Scheine. Also muss ich gerade Leute fragen, ob die mir das Geld wechseln können. Dann wechsle ich das Geld und das Ding spuckt einfach mein Geld wieder raus. Wieder alles in 10 Cent Münzen, Junge. Ich zum anderen Automaten, kaufe das scheiß Ticket nochmal, bricht einfach ab und wirft mir das ganze Geld wieder in 10 Cent Münzen raus, nachdem ich mein ganzes Geldbeutel voller 10 Cent Münzen hatte. Ich habe keinen Bock mehr, mein Geldbeutel ist voller 10 Cent Münzen. Yo, Alter, am Bus ist ein Babybus dran. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, das ist nicht das richtige Gebäude, aber hier geht die Party ab. Nachdem ich mich 5-mal in ganz München mich verloren habe und 3-mal gefühlt einen falschen Bus eingestiegen bin, haben wir es endlich geschafft, in Tube Münich anzukommen. Am Tube Münich, keine Ahnung, in Tube Münich, an Tube Münich. Wir waren auf jeden Fall da. Okay, Freunde, wir sind jetzt irgendwo hier. Wir sind hier da. Das ist fucking creepy, Alter. Wurde gerade zweimal erkannt. Soll ich irgendwas machen? Keine Ahnung. Oder zeig mal deine mystische Freundin, Alter, die nie da ist. Bruder, die ist gerade auf dem Frühlingsfest. Die ist 250. Würde ich auch sagen. Kilometer von hier. Würde ich auch sagen. So, Freunde, was Hallo. Geht ab? Wir sind hier. Keine Ahnung. Biertornado? Oh Gott, nicht hier. Ich empfehle kein Biertornado. Bier einfach genießen, Leute. Ja, aber trink nicht zu viel, Kinder. Ja. Vor allem, ich bin fast 70, ich bin auch noch ein Kind. Wie fandest du es? Das super warm! Nein, war super sympathisch auf jeden Fall. Ja, so. Und ja, wenn fotografiert. Video. Achso, er macht ein Video. Er besser gesagt. Ja, ich hab. Oh, schade. Ich dachte, okay. Ich nicht ablehnen. Nein. Bist du nicht schreckhaft? Ich verfalle dann so eine Hamsterstarre. Ich bin dann so. Nee, ich glaube nicht. Das kennen unklappbare Bildschirme hat. Oder. Achso, jetzt. Wie findest du es hier? Du standest rum mit deinem PC, Alter. Du meinst hier bin ich, oder was? Was? Ich war mal ein Abenteurer, bis ich einen Pfeil ins Knie bekam. 2, 1, go. Alter, dein Kopf zittert ja wie so eine. Oh, das ist mir. Ja. Alter. Jetzt flex noch ein bisschen. Nein. Naja, mit links verliert Jan, glaube ich. Ja, Alter. Okay, nehmen wir mal. Ich kann links nicht mal schneiden. Ich kann mit der nicht meine Gabel halten. Aber Huckepack, Jan. Huckepack schaffe ich. Komm, dann geh mal raus. Sagt, ich warne dich nicht, ich mag also dich. Also ich habe verstanden, ich mag dich. Ich mag dich. Das wäre ein Shot. Ja, dann, ja, Mann, dann viel Spaß jetzt mal. Probier mal. So. Ah. Warte mal. Alter! Es hat super geklappt. Geht's dir? Oh, Bruder, im Sitzen hat nicht funktioniert. Die Idee war gut, aber die Umsetzung war scheiße. Ja, man merkt. Aber jetzt haben wir schon mal Sturz geprüft, also den Tür fast auf jeden Fall. Härter Test bestanden. Betriebsunfall. Das war halt wirklich 10 out of 10, Alter. Ja, sehr gut. Das war richtig konstant. Bitte bei Ipsy Puncho einreichen oder so. Denkst du? Oder bei Fail Army. Ja, geil. Also so hochqualitativ. Also der sagt, guter Clip, wir werden jetzt bekannt. Das ist ein guter Clip. Wie läuft das? So, das ist einfach ein Vlog. Das ist einfach ein Video. Was willst du zu meinen Video? 800 Abonnenten sagen? Video? Gibt es sowas? Bewegtbilder? Video kann ich nicht. Bewegtbild? Was ist das? Bewegtbild. Ich hab nie gesehen. Das ist ganz Interessantes, ja. Ne? Und dann jetzt, wenn ich jetzt auf die andere Seite schaue, dann sehe ich mich selber, wie ich mich bewege, oder was? Ja, tatsächlich. Oh mein Gott. Ich kann ein Bier kaufen, aber da vorne steht ein Radler. Radler ist kein Bier. Und der ist in Bayern. Sehr gefährlich. Das ist schwierig. Da kommt der Guy und sagt einfach, dass er einen PC einbetoniert. Achso, muss ich das jetzt zeigen? Ja, das musst du zeigen. Jetzt, einfach PC einbetoniert. Geht's dir noch gut eigentlich? Das Mal sind hier verschiedene YouTuber da. Schau dir gerne die Bilder an. Ja, komm mit. Der hat gerade meine Schwester ein Schild. Ich wollte vorbeigehen, aber dann kam mir die Kamera so nah. Ja, er muss sein. Ich verfolge dich jetzt die ganze Zeit mit Kamera. Egal wo du hingehst, es bleibt jetzt hier. Oh. Oh mein Gott. Fuck. Keks. Ich hab Oreos da. Nein, hast du wirklich? Komm her, komm mit. Erst musst du fressen.
Na, wir sind mal YouTuber. Ich finde deine Kekse mal auf Kekse. Hast du mit dem König gesprochen? Mit dem König von Bayern. Du Bayern? Ich hätte die Kamera. So, wir gehen jetzt zum König. Herr König, Herr König. Haben Sie Zeit für ein Interview? Natürlich. Guten Tag. Also, wir haben hergefunden, jedoch gab es Probleme mit der Zuganbindung. Zum Beispiel fuhr in Assling kein Zug nach München. Die Örtlichkeit Assling ist zu finden dort, wo der YouTube-Bewegtbildproduzent CEO den Coitus mit einem Mülleimer vermag. Dann sind wir aufs andere Gleis rüber, um einen Zug nach München zu nehmen, um dann von von Rosenheim mit dem Direktzug wieder durch Assling durch, wo er aber nicht hält, nach München zu fahren. Wo kommst du eigentlich? Rosenheim. So, dann, genau. Also, dann waren wir auf Gleis 3. Haben wir auf den Zug Richtung Rosenheim gewartet. Auf einmal sehen wir, es kommt ein Zug und er fährt nach München. Sind wir wieder unter den Gleisen durchgerannt und wie in einer sportlichen Glanzleistung sind wir dann noch in den Zug reingejumpt. Sind dann zum Hauptbahnhof gefahren. Nachdem Sie eine Ihrer Pailletten verloren hatten. Nachdem ich meinen Orden verloren habe, waren wir am Hauptbahnhof. Dann sind wir in die U1, dann in die U6, dann in den Schienenersatzverkehr und dann in die U3. Und jetzt bin ich hier. Und ich muss dringend meinen Verkehrsminister entlassen. Das war der König und ich gebe euch mal wieder zurück. Da hat meine Kamera einfach geklaut. König. Jawohl. Wie viel ist, jawohl. Was ist? Wie viel ist Ihr königliches Outfit wert? Mehr als dein Leben. Nach ein paar Runden Schach gegen Chris habe ich gegen CEO Schach gespielt. Yes! Ich kämpfe gerade einfach gegen CEO über Schach. Let's go. Wieder über die Pumpe. Wie lange spielst du eigentlich? Was machst du denn? Hast du nicht gesehen? Oh nee! Ah, ich hab die Beste gerade abgegeben. Nochmal eine kurze Durchsage. Wer möchte Pizza bestellen? Bitte hier melden. Leider kein Bargeld. Du merkst, ich bin nicht so gut. Ja, die Gabel ist ziemlich cool. Aber erstmal mach ich Schach. Ja, natürlich. Ich hab immer sehr viel Geld. Das ist gut, oder? Das ist gut. Das ist alles sehr gut. Ah, du kannst den Bauern schlagen. Doch, du kannst den Bauern schlagen, ja. Das geht. Ja, dann zwinge ich dich halt weiter. Nein. Ja, das macht er. Ja, weiter. Noch eine Runde? Aber ist das gescheit? Ich kann gerne eine Runde spielen. Ein paar Minuten. Okay, komm mal eine Runde. Hä, hast du ein iPhone oder was? Ich war gerade bei 23, jetzt ist er 16. Lol. Extra offensiv gespielt. Hätte die Dame reinschlagen müssen, ja. Hättest du tauschen müssen, dann ist easy so. Ich dachte mal, okay, dann mache ich offensiv und dann damit ich du Ich war dann beim Machen auch so, eigentlich was cleverer Dame zu nehmen, warum muss ich ja gehen. Und dann habe ich während dem Denken meinen Fehler gleich. Wenn ich mich nicht täusche, habe ich jetzt gewonnen. Vor allem, der kennt dich so. Nein. Hast du mit Absicht gemacht? Ich hab's gesagt, also vielleicht ist er so dumm und macht den Zug. Ist er so blöd und sieht den Schläufer nicht. Was ist das? Das war auch eine kranke Diagonale. Also das war echt krank. Ja, nein, so oder so könntest du den doch schlagen. Nein, wegen dem. Du machst dein Statement zu deinem Entzug, den du bald eingehen musst. Mein was? Dein Entzug. Was für ein Entzug denn? Wie viel davon hast du jetzt schon gegessen? Ja. Und jetzt ist es ein Schachmatt. How could you Hier steht eine Dame. Hier steht ein Turm. Ein Trippenmatt. Hier steht der König. Du so, als hättest du Call. Perfekt. Aber es war echt ein ganz komisches Match. Also ich habe auch richtig coolen Scheiß gespielt. Das Einzige hättest du gewinnen können, hättest du eigentlich dann nochmal Scheiße gespielt. Ja, ich mach mal wirklich hier mit Schmackes. Wer Blick? Es ist Kunst, es gibt diesen Fall. Immer dieses, bist du dir sicher? Jetzt Pizza Reveal. Aber es ist echt cool geworden. Let's go. Warum musst du draußen essen? Müssen wir. Corona. Müssen wir. Was geht denn da noch, Alter? Ist das mit Ananas? Ist das ja. Pizza Hawaii? Pizza, das ist Ananas? Pizza mit Ananas. Ananas? Ja. Wir gehen von dir? Ja, wir müssen hier weg. Es ist ganz grausam. Chris, wir brauchen dich einmal bitte mit deinen langen Haaren zu dem Beat. Headbang. Oh, dann müssen wir gleich mal noch. Okay, warte, jetzt geht's gleich wieder so los. Das war die Brille. Schlecht, würde ich behaupten. Schon wieder. Die Brille wieder weg.
richtig? Ein Kratzer schon. Maybe, keine Ahnung. Auch 24 Stunden Marathon. Der allererste. Achso, der! Doni. Stimmt! Der Knecht! Der dann mit Böllern zugeballert wurde. Ich dachte mir, das ist ein Gesicht. Alter! Mit Chris Brille. Scheiße, gut, keine Ahnung. Willst du dich anschauen? Okay. Hallo! Ich geh mich erhängen! Weißt du, wie ich aussehe? So BWL-Justus, Alter! So ist es halt mit der Brille, ich musste wie so eine Kamera so Autofokus machen. Ich schaue irgendwo hin und dann fokussiere ich. Ja, ist gut. Ja. Das passiert halt ziemlich schnell, deswegen ran. Nein! Die königliche Pizza! Das passt schon. Alle F in die Kommentare für die Pizza. Ja, ist ein bisschen gewohnt. Ich würde jetzt sagen, ist da die Farbe. Sind immer noch mehr Veganer als davor. Hallo. What the fuck? Was machen Sachen? Ist jetzt ein Bügel? Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das Ding ist auch einmal waschen weg. Naja, man kann es einbügeln und dann hält Flaschen aus bis zu 60 Grad. Ah, for real? Ja. Das wusste ich echt nicht. Vloggst du gerade? Nein. Nee. Ja, deine Kamera gerade. Ah? Ich meine generell heute. Ja. Okay. Ich habe eine ganz lustige Idee jetzt. Ich klaue für deine Kamera und filme irgendwas. Ich rede halt gerne mit dem. Ja. Schau nachher nicht in deine Kamera. So, deine letzten Worte. Linsenkuss, 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 Linsenkuss. Linsenkuss. Weggehen. Ciao. Ciao. Da geht der König. Fazit, es war mega nice, super cool, hab coole Leute kennengelernt. Es sieht total blöd aus, dass meine Brille beschlägt. Kann ich empfehlen. Kommst du zu Munich? Alles klar. Auf Donny. Okay, Donny gehört jetzt mir. Also, der ist ein Kanal. Kontext! Du nächstes sag Bescheid, ich hab genügend Keys da. Was für ein Keys? Ingame Keys oder echtes Keys? Ja, Keys für Spiele. Was ist Keys? Ah! Keys! Bruder! Oh, Schlüssel! Schlüssel! Oh mein Gott! Hast du auch an Keys gedacht? Ja, du hast Kieselsteine gedacht! Nein, ich hab an Keys. Nimm die Kamera. Aber Keys! Einfach Keys! Keys! Nimm! Keys! Nein, Keys! Mehr! Ja, hallo, was geht? Heute wieder ein Vlog. Oh mein Gott, ey. Ich hab meine Ohren heute früh schon geputzt. Ist okay, ich brauch kein Mikrofon da drin. Können wir auch mal hören, was du hast, wenn wir das Mikrofon reinschieben? Das hat sich sehr falsch angehört. Schon wieder ein Clip out of context. Ich hab nicht gesagt, wo rein. Ja, offene Fragen. Mehr davon auf Part 2. Es wird kein Part 2 geben. Bitte töte mich. Ja, aber ich einen Schaff fertig mache bei der Träume. Oh, das wird ein Albtraum. Nee. Da waren so ein cooler Zug. Dieser eine. Tschüss. Das ist aus den 60ern des Teil. Bruder, was ist das? Was ist das für ein. Yo. Herzlich willkommen in der zweiten Weltkriegsnetzung. Von zweite Weltkrieg. Nee, das geht von selber zu. Echt? Ja. Theoretisch. One fight till I'm allowed to walk, I say.